So Leute, willkommen zurück zu Fußball Manager 18. Nee, nicht 18, 17. 18, 17. Was sage ich jetzt bei der Köln-Karriere? Ich weiß es gar nicht. Was sage ich denn bei der Köln-Karriere jetzt? Willkommen zum Fußball Manager. Köln-Karriere ist da. Wir haben eben, ich nehme jetzt quasi direkt nach dem, oder was heißt direkt nach dem, ein bisschen nach dem Saisonübergangsstream, den wir gemacht haben. Wer ihn nicht gesehen hat, kann sich den gerne nochmal angucken. Ist eine sehr, sehr lange Zeit, aber es lohnt sich. Wir haben ultra viel gemacht. Ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben Nico Schulz gekauft, wir haben Draxler gekauft und wir haben Stindl geholt. Der war ablösefrei als Backups, ja, die wir noch gebraucht haben. Und ja, so hat sich eigentlich gar nicht mehr im Kader, also im ersten Kader aus der ersten Mannschaft, hat sich gar nicht mehr so ultra viel getan. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Leute verliehen. Wir haben sehr, sehr viele Leute auch noch verkauft. Wir hatten ja schon vor der Saison, haben wir ja schon einige Transfers festgemacht gehabt. Martial und Gyrassi hatten wir festgemacht. Kovalenko und Sané sind noch dann dazugekommen als Transfers. Sané haben wir noch für 22 Millionen verkauft bekommen. Haben also quasi nicht so ganz 100% einen Flop-Transfer gehabt. Wir haben noch ordentlich, also wenigstens das, was wir investiert haben, haben wir noch rausbekommen. Sein Gehalt haben wir quasi eingebüßt, aber ist okay. Ja, er hat immerhin in der Zeit, wo er bei uns war, 31 Spiele gemacht, 2 Tore gemacht, also genauso viel, wie er eigentlich bei City gemacht hat. Und ja, ist bei uns nicht so ganz zum Zug gekommen, der Gute, obwohl er sehr, sehr stark ist, kann man nicht verneinen, aber er ist bei uns halt einfach nicht so richtig aus sich rausgekommen. Martial haben wir verkauft, weil wir halt keinen zentralen Mittelfeldspieler brauchen und weil er auch verletzungsanfällig ist. Ja, und wir haben sehr, sehr viele Leute noch, andere Leute noch verkauft, die halt keine Chance bei uns im Verein gehabt hätten. Sehr, sehr viele von euch. Das lässt sich aber ab einem bestimmten Punkt nicht mehr vermeiden. Krauer wurde auch verkauft. Ja, sogar ablösefrei, spielt bei Osnabrück jetzt. Werden wir mal schauen, ob er sich da durchsetzen kann. Dann habe ich sehr, sehr viele Leute auch verliehen. Ja, das kann ich euch gerade mal zeigen. Schneller aber hier. Ja, wir haben hier sehr, sehr viele Leute verliehen. Ein paar Leute haben auch schon, oder viele von denen haben sogar schon Spiele gemacht für ihren neuen Verein. Matthias Simon hat für Holstein Kiel sogar schon 5 Tore geschossen in 5 Spielen, die er gemacht hat. Für Holstein Kiel waren dann wahrscheinlich Freundschaftsspiele. Aber er zeigt sich da schon als sehr, sehr guter Torschütze. Dann Esteban wurde noch aus der zweiten Mannschaft hochgeholt, haben wir auch direkt verliehen. Also für die Leute, die da nicht dabei waren, es lohnt sich auf jeden Fall, den Stream nochmal anzugucken. Wir haben uns auch dafür entschieden, Maurice nochmal zu verleihen. Der spielt jetzt bei Lille, macht mal eine Auslandserfahrung in Frankreich. Gießen geht quasi zu Nürnberg, übernimmt da quasi den Platz von Gießer in der letzten Saison und füllt da quasi das defensive Mittelfeld mit seinem Skill. Dann Daniel Glasig spielt bei der Austria Wien. Wir haben auch einige Leute nach Österreich verliehen, genauso wie Esteban. Sascha Janssen spielt bei 1860. Trautmann ist zu Pauli gegangen. Otschipka haben wir auch verliehen noch. Terratalk spielt bei Ried. Und ja, sehr, sehr cool. Wir haben sehr, sehr viele Leute verliehen. Ich denke oder hoffe, dass sich einige von denen sehr, sehr gut weiterentwickeln werden. Vor allem bei Daniel Glasig. Der ist ja, ich meine, der ist 18 Jahre alt und hat eine 71 links außen. Spielt jetzt auch noch in Österreich. Kann sich da gut weiterentwickeln. Ich bin echt gehypt da drauf. Und so wie es aussieht, spielt auch jeder von denen, die wir verliehen haben, Stamm. Sascha Janssen hat erst ein Spiel gemacht, hat auch schon eine 70 jetzt im offensiven, in zentralen und offensiven Mittelfeld. Also, ich glaube, Janssen wird einfach so krass die Saison durch die Decke gehen. In der zweiten Liga, vor allen Dingen wird er da Stamm spielen. Ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei. Und wenn er das bleibt, dann wird er einfach so krass durch die Decke gehen. Und ich denke, wir haben dann in der nächsten Saison schon einen neuen, ja, nicht Stamm, aber auf jeden Fall einen neuen Auswechsel, ZOM, mit seinen 19 Jahren, die er dann haben wird. Also das wird auf jeden Fall richtig, richtig krass. Wir haben jetzt unser erstes Spiel im DFB-Pokal, erstes Pflichtspiel gegen Oberlausitz, Neugersdorf. Ja, einen Regionalligisten aus der Regionalliga Nordost, 593er Stärke. Also wenn wir hier heute rausfliegen, wir haben eigentlich nur heute das Potenzial, uns richtig, richtig zu blamieren. Ja, da gibt es kein Wenn und Aber. Wenn wir heute hier nicht die vom Platz putzen, dann blamieren wir uns hier richtig. Wir spielen mit unserer Stammaufstellung, altgewohnte Aufstellung, Dupont noch nicht richtig von der Moral wieder da, hat
lukrative Angebote bekommen gehabt, die wir abgelehnt haben oder die automatisch abgelehnt wurden. Deswegen seine Moral noch nicht so ganz bei 100%. Ich werde jetzt gleich auch nochmal mit der Mannschaft reden. Das habe ich auch noch nicht gemacht diese Saison, außer die Leute, die neu dazugekommen sind. Die habe ich natürlich begrüßt. Und ja, da werde ich mich gleich auch nochmal offscreen ein bisschen drum kümmern in der Pause zwischen, bis gleich im Spiel und Spiel. Was ich nämlich sonst dann auch immer mache. Noch eine kleine Sache, wir haben endlich einen neuen Sponsor in der Mannschaft. Wir kriegen endlich vernünftig viel Geld. Wir haben in der Sponsorenpyramide, wir haben noch keine Premium-Sponsoren, aber da wird, wenn wir welche haben, auch ordentlich was bei rumkommen. Und einfach unser Hauptsponsor zahlt uns jetzt 33,5 Millionen. Viel, viel besser. Ein Jahresvertrag, das heißt, nächste Saison gibt es dann auch schon wieder einen neuen Sponsor. Sehr, sehr geil. Und wir können uns jetzt, was auch die Sponsoren angeht, sehr, sehr krass nach oben hin steigern und einfach noch mehr Geld haben, als wir sowieso schon haben. Wir haben immer noch, wenn man sich das hier mal anguckt, unsere Budgets sind einfach immer noch gigantisch. Und ich habe schon sehr, sehr viel auch auf Infrastruktur verschoben. Da werden wir jetzt alles reinballern. Transfer müssen wir erstmal nicht machen. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden, wie das gelaufen ist. Im Sommerpausenstream, nicht Winterpausen. Ich will irgendwie immer automatisch Winterpausenstream sagen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft. Wir haben nicht allzu viel verändert. Die Stammmannschaft ist quasi sogar so geblieben. Wir haben nur ein paar Backups verpflichtet, damit die Mannschaft nicht so klein ist. Teure Backups. Ja, ich weiß, sehr, sehr teure Backups. Wenn wir uns hier angucken, 29,5 Millionen für Backups ausgegeben. 15 Millionen für Draxler und 14 Millionen für Nico Schulz. Aber ich denke, das wird trotzdem worth sein und ganz ehrlich, scheiß mal drauf. Ja, wir können uns das locker leisten. Wir haben sogar sehr, sehr viel Geld noch übrig. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen rein in den Pokal. Ich bin echt sehr, sehr nervös, weil das ist natürlich erster Härtetest. Die Mannschaft ist eingespielt aufeinander. Aber ja, es ist Platz für ein richtiges Debakel, ne? Und wir kennen das gegen schwächere Mannschaften, aber wir müssen die eigentlich so wegballern heute. Wir gucken mal, wir gehen rein, bis gleich im Spiel. Ich habe Angst. Bis gleich. So Leute, herzlich willkommen zur ersten Runde im DFB-Pokal. Wir spielen heute gegen Neugersdorf, Oberlausitz-Neugersdorf, keine Ahnung, Selke, Diagonalpass auf, Dadaschow, Diagonalpass auf Selke. Der kann ihn leider nicht mehr im Tor unterbringen. Vierte Minute haben wir direkt unsere erste Möglichkeit. Es geht direkt munter los. Und wir müssen hier heute absolut das Spiel machen. Wir müssen das Spiel gewinnen. Das ist eigentlich, als würden wir gegen unsere A-Jugend spielen. Und ich glaube, unsere A-Jugend ist sogar stärker als diese Mannschaft, gegen die wir gerade spielen. Wir müssen hier absolut gewinnen heute. Die Mannschaft sein, die hier eine Möglichkeit nach der anderen hat. Ich hoffe, die Mannschaft ist schon ready genug. Die Vorbereitung war eigentlich relativ gut. Wir haben sehr, sehr hoch gewonnen, jedes Spiel eigentlich. Und von daher hoffe ich, traumhafter Ball von Hector auf Dadaschow, der fleißige Stürmer, und ein Wolf schießt aufs lange Eck. Flückiger mit den Fingerspitzen noch dran, aber Torres hat den Braten gerochen, staubt ab zum 1:0. Sehr, sehr schön. Hier geht's schnell 0:1. Und das ist eigentlich, sollte eigentlich heute ein Selbstläufer sein, das Spiel. Aber man weiß ja nie, was hier noch passieren kann. Wir kennen den Fußballmanager. Ja, Oberlausitz wird jetzt hier erst ein bisschen rauer. Sollte uns eigentlich nicht großartig stören. Oliver Torres mit der 1, Hector mit der 1,5. Dadaschow und Selke auch eigentlich gute Noten. Der Rest noch nicht so ganz. Wundert mich eigentlich. Normalerweise sollten wir hier Neugersdorf gar nicht großartig viele Möglichkeiten lassen. Aber ich denke, das ist halt für Neugersdorf sehr, sehr geil, heute gegen den ersten FC Köln, mehrfachen deutschen Meister, zu spielen. Ich denke, die Spieler, die nehmen das einfach alle heute mit. Gibt es einen Kasten Bier nach dem Spiel und dann ist das auch gut wieder. Weiter Einwurf von Pulisic, von der linken Seite. Selke verlängert. Dadaschow einen Schritt schneller als Krautschik. Der Ball geht an den Innenpfosten, unerreichbar für den Torwart. Flückiger. 17:2. Dadaschow, sehr, sehr schön. Weiter so. Easy. 0:2. Sehr, sehr geil. Da hat sich gerade einer verletzt gehabt bei Neugersdorf. Das sind alles so ungewohnte Namen. So bekommt jetzt rein für Gotthard. Und Patrick Gotthard geht raus. Wird hier schon ausgewechselt. Hat sich gerade verletzt. Sehr, sehr bitter. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was es für eine Verletzung war. Ich hoffe, nichts Ernstes. Und ja. Gehen wir weiter. 0:2 sind wir schon vorne. 11 Meter. Dembélé legt sich den Ball zurecht. Läuft an. Vorbei. Was ein Otto. Was ein Otto Dembélé.
Du verschießt einen Elfmeter gegen Neugersdorf. Oh, warum lasse ich eigentlich Elfmeter trainieren? Weiter Einwurf von Öztürk. Baumann kommt heraus, fängt den Ball locker ab. Versucht seinen Konter einzuleiten. Das misslingt aber. Warum misslingt uns hier eigentlich irgendwas? Und warum hat Dembélé eine 5? Hat er den Elfmeter verschossen? Na klar, aber what the fuck, Alter. Wir sollten hier das Spiel sowas von krass dominieren. Weite Kopfballvorlage von Davy Selke. Da hat er schon völlig frei. Schiebt locker ein, keine Chance. Für den Schlussmann 0:3. Und ja, das ist ja halt einfach genau das. Kommt gerade raus, was ich mir erhofft habe. Einfach nur ein besseres Freundschaftsspiel. Sehr, sehr schön. Neugersdorf hat hier nichts mehr zu verlieren. Wir spulen nur noch unser Pensum runter. Wir können jetzt schon sagen, übernehmt die Kontrolle. Machen wir einfach mal nicht. Wir lassen einfach mal so weiterspielen. Aber das hier ist nichts als ein besseres Freundschaftsspiel. Und genau das sollte es auch sein. Ja, weil das ist eigentlich... Wir erfüllen gerade einfach nur die Erwartungen so ein bisschen. 0:3 ist okay. Oh, Selke hier eine gelbe Karte. Nach einer Schwalbe. Das ist nicht cool, Selke. Nicht gegen so eine Mannschaft. Das muss echt nicht sein. Finde ich echt nicht cool. Da kennt man meine Meinung zu Schwalben. Nochmal die Möglichkeit vor der Halbzeit. Ecke von Mitchell Weiser. Kriegen wir wenigstens mal eine Ecke unter gegen einen Regionalligisten. Aber der Torwart kommt raus, fängt die Ecke ab. Ja, ich denke, damit gehen wir dann auch in die Halbzeit. Ja, wir haben hier Walzer getanzt mit dem Gegner. Sind wohl sehr, sehr am Drücker. Wir können keine besondere Stimmung ausmachen. Wir lassen hier mal unseren Co-Trainer entscheiden, was hier passiert. Weiser noch nicht so das übelste Selbstvertrauen. Hoffe, eignet er sich jetzt an. Zweite Halbzeit läuft. Und wir gehen rein und wir schauen, wie es weitergeht. Wir werden dann, denke ich, auch mal jetzt bald wechseln. Frühzeitig gute Kontermöglichkeit. Aber schlechtes Abspiel von Dembélé, der ist heute echt nicht gut. Bei Dembélé ist heute echt der Wurm drin. Irgendwie. Ich weiß nicht, Weltklasse-Spieler, aber gegen Neugersdorf kriegt er nichts auf den Platz. Unglaublich. Dembélé legt aus fast zentraler Position den Ball wunderbar den Lauf von Pulisic ab. Der den Ball gerade so über Flückinger lupft, der prallt aber den Innenpfosten an den rechten Pfosten. Dann ins Tor. Sehr, sehr geil. Da ist der Zuckerpass gewesen von Dembélé. Pulisic macht hier auch nochmal das 0:4. Und so langsam ist es halt echt einfach nur noch Freundschaftsspiel. Wir lassen unsere Leute mal aufwärmen auf der Bank, dass wir dann auch zügig ein paar Wechsel machen können, ein paar Leute schonen. Für das nächste, erste sehr, sehr wichtige Spiel gegen Leverkusen. Dann direkt Pulisic im Ansatz. Anspiel in die Spitze auf Dadaschow. Der lässt den Ball durch die Beine zu Oliver Torres. Der trifft aus 7 Meter ins kurze Eck. Und jetzt steht es hier 5:0. Und ja, das geht hier einfach. Wir zerlegen hier Neugersdorf nach Striche und Faden. Aber ich hätte auch nichts anderes erwartet. Oder man darf hier auch nichts anderes eigentlich erwarten. Das ist eigentlich genau das, was wir auf den Platz bringen müssen gegen so eine Mannschaft. Und ja, Mitchell Weiser mit der nächsten Ecke. Zettermann kann da Pulisic gerade noch am Kopfball hindern. Der kann den Ball nicht mehr platziert aufs Tor bringen. Geht vorbei. Und ich würde sagen, sobald hier die Leute aufgewärmt sind, machen wir dann direkt mal einen Doppelwechsel. Also mindestens einen Doppelwechsel. Ich würde hier die gute Form von Dadaschow und von Oliver Torres mitnehmen. Würde da Eggestein und Golovin reinbringen. Nehmen wir hier die gute Form von beiden mit. Die 1. Machen hier die beiden Wechsel. Die beiden haben sehr, sehr gut gespielt, gute Tore gemacht. Nehmen wir die Form mit und gehen dann so weiter. Eggestein kriegt ja auch nochmal die Möglichkeit, vielleicht nochmal ein bisschen was für die Form zu tun, genauso wie Golovin. Und den letzten Wechsel heben wir uns gerade noch auf, schauen wir mal. Eben kam auch Jordi Vidal rein für Öztürk. Nächste, Golovin wuschelt sich da irgendwie durch den Strafraum. Wolf greift nicht richtig ein. Krautschik fällt den Ball noch etwas ab. 6:0. Golovin kommt rein. In der 65. Minute macht er in der gleichen Minute das erste Tor von sich. 6:0. Dritter Wechsel jetzt von Neugersdorf. Kriegt auch nochmal Kurellas die Möglichkeit. Kommt rein für Robin Huth. Und wir machen hier munter weiter. Wir hören nicht auf, den Gegner weiter an die Wand zu spielen. Golovin verlängert einen Einwurf von Selke. Der ist alleine. Zu Selke, meine ich. Und der hat aber verfehlt. War alleine durch. Ja. Alle Wechsel ausgeschöpft auf der Seite von Neugersdorf. Wir machen weiter Druck. Schauen jetzt mal. Ich würde sagen... Oh, da war das 7:0. Habe ich jetzt leider gespoilert. Tut mir leid. Wir bringen nochmal Mirino rein. Hector im Mittelfeld wird alle Zeit der Welt gelassen. Pass auf Golovin. Der dynamische Russe hebelt die Abseitsfalle aus. Hat freie Bahn.
Ja, Flückinger berührt den Ball noch. Doppeltor. Zweites Tor von Golovin, seit er drin ist. 10 Minuten hat er gebraucht für 2 Tore. What the fuck? Wir wechseln nochmal aus. Mirino kommt rein für Hector und 7:0 steht's. Ist eigentlich das Ergebnis, mit dem ich gerechnet habe. Wir sagen jetzt mal, übernehmt die Kontrolle. Ich will die ja auch nicht übertrieben blamieren, aber das tut jetzt einfach gerade wahrscheinlich der Mannschaft nochmal ultra gut. Ist auch wichtig für das nächste Spiel gegen Leverkusen, dass wir uns hier in Form schießen. Nächste Ecke nochmal. Özdemir bringt den rein. Türkischer Ball. Jedweil beweist perfektes Timing. Hat er ausgeguckt. Den Ball. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr nice. Nochmal die Möglichkeit. Rückpass auf Oliver Baumann. Durch eine gefährliche Aktion. Was? Ach so. Der gerät durch eine Aktion von Jedweil im Bedrängnis. Okay, aber der Tor oder der zentrale Mittelfeldspieler von Nölgersdorf, Karl Patrick, kriegt den nicht ins Tor unter. Sehr, sehr schön. Golovin hier mit einem ultra geilen Spiel nochmal. Schlusspfiff. Gutes Spiel mit vielen Torszenen. Und ich würde sagen, wir gehen weiter, schauen uns das Ganze an und dann gehen wir auch in die Auslosung relativ zügig. Wir müssen jetzt gerade noch warten, bis die anderen Spiele fertig sind und schauen uns das jetzt mal an. Wie das Ganze denn auf dem Papier aussieht, und wir sehen hier 7:0 absolut verdient. Neugersdorf hatte keine einzige Möglichkeit. Wir hatten 11, 64% Ballbesitz. Genau das Spiel, mit dem ich gerechnet habe, haben wir sauber runtergespielt. Sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft. Oliver Torres 2 Tore. Golovin auch wieder mit 2 Toren. Und das beweist mir einfach schon wieder, dass es wieder richtig war, ihn nicht zu verkaufen, weil Golovin ist einfach so wichtig. Gehört schon zum Inventar dazu. Sehr, sehr cool. Ergebnis so wie gedacht. Wir können gerade mal gucken. Leverkusen ist weitergekommen. Ob es irgendeine Sensation gibt. Fortuna Köln gewinnt gegen Werder Bremen. Bayern gewinnt nur ganz, ganz knapp 1:0 gegen Darmstadt. Das wäre es ja gewesen. Stuttgarter Kickers hauen Schalke raus. Schalke hat auch sehr, sehr viel verkauft, habe ich gesehen. Oder haben wir festgestellt im Stream. Noch irgendeine Sensation. Hamburg gewinnt 6:0. Dresden gewinnt gegen Chemnitz. Rostock gegen Bochum. 1860 ist weiter. Also auch unser Sascha Janssen ist weiter. Osnabrück ist auch weiter. Krauer ist im DFB-Pokal gegen Union Berlin weitergekommen. Holstein Kiel ist auch weiter. Sehr, sehr schön. Rot-Weiß Essen gewinnt gegen Stuttgart. Auch sehr interessant. Noch irgendwas? Ne, eigentlich nicht. Sonst ist eigentlich alles so wie gedacht ausgegangen. Wir schauen uns mal die Stimmen an zum Spiel. Wir haben gesagt, für Renat Dadaschow freut es mich besonders, dass er seine hervorragende Leistung mit einem Treffer gekrönt hat. Nicht nur mit einem, oder? Hat er mehr als einen gemacht? Ja, er hat 2 gemacht. Und eine Vorlage. Also für Dadaschow war das echt ein Überspiel. Und der Trainer, Zitat des Tages, war übrigens, das war vielleicht ein Tor zu viel. Das hatte unser Gegner nicht verdient. Aber ich bin froh über dieses Ergebnis. Ja, Hamburg hat, glaube ich, auch 6:0 gewonnen gehabt. Der Trainer von Oberlausitz hat es noch gesagt. Wir waren hinten offen, was ein... wie ein Buckelwal mit Durchfall. What the fuck? Beste Spieler... Dadaschow mit 2 Toren, Oliver Torres und Golovin mit 2 Toren vorne mit dabei. Waldschmidt hatte 3 Tore gemacht, glaube ich, Shiba, Cordoba und Leandro Putaro. Sind die echt? Die gibt es sogar in echt. Kenne ich gar nicht, den Spieler. Gehen wir weiter. Sehr schön, nächste Auslosung machen wir auch nochmal schnell, denn zweite Runde dauert Ewigkeiten, bis sie sonst ausgelost ist. Und wir bekommen in der zweiten Runde Mainz. Okay, wir gewannen 2018 3:0 gegen Mainz im Finale schon mal. Ja, ich erinnere mich. Sehr, sehr cool. Haben wir Mainz bekommen? Ich habe die anderen gar nicht angeguckt. Aber ihr habt es gesehen, Leute. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen zerstreut bin, aber es ist schon spät. Aber ich wollte jetzt einfach unbedingt noch schnell für euch eine Folge aufnehmen. Für morgen, damit die auch pünktlich kommt. Und morgen, denke ich, werde ich mich dann hinsetzen im Laufe des Tages und die kompletten... restlichen Folgen für die Woche dann auch noch aufnehmen. Ich werde mal gucken, vielleicht mache ich auch eine Doppelfolge, weil ja am Montag jetzt quasi die eine Folge ausgefallen ist, weil ich es geschafft habe, am Wochenende zu streamen. Und wir schauen mal. Liverpool wollte Golovin haben,
Sehr interessant. Haben wir abgelehnt. War zu niedrig, das Angebot. Ja, wir schauen. Ich würde sagen, das war's erstmal. Nächstes Spiel dann gegen Leverkusen. Auch heim. Unser Stadion ist gut ausgebaut. 89.000 Plätze haben wir jetzt in unserem Stadion. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die neue Saison, wie es da weitergeht. Und ich würde sagen, Leute, wir verabschieden uns jetzt erstmal mit einer Bewerbung fürs Champions-League-Finale. Geben wir mal Werbebudget 500.000. Haben wir. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.